Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Alan Wake. Wir fangen leider etwas später an, als wir vorher mal aufgehört haben. Also, es ist eine Kleinigkeit passiert. Wir sind aus der Klinik geflohen. Uns hat unser Freund in dem roten Anorak, der unsere Bücher verlegt, geholfen zu flüchten. Und wir sind dann mit dem Jeep eine Landstraße lang gebrettert. Und durch einen Steinbruch sind wir von dieser Klippe oben da runtergeschleudert worden. Und ich bin rausgekommen, aber mein Kollege und Freund ist weg. Und da starten wir jetzt wieder. Also, auf geht's. Barry! Barry! Oh Mann, es geht dir gut. Es ist so schön, deine Stimme zu hören. Ich habe versucht, aus dem Auto rauszukommen, aber der Boden gab nach. Mann! Was für ein Sturz! Keine Sorge, dein Starschnitt ist noch ganz. Vergiss den, bist du okay? Ich bin in Büsche gefallen, hab aber keinen Kratzer. Du, da kannst du nie im Leben runterklettern. Das ist quasi wie eine Klippe. Vielleicht komme ich ja doch irgendwie runter. Alles in Ordnung? Mir geht's super, Al. Alles okay. Er hat sich wohl noch nie mit einem waschechten New Yorker angelegt, was? Du musst deinen eigenen Weg zur Farm finden, Al. Ich warte dort. Barry! Warte auf mich, okay? Ich bleibe nicht hier, das wäre Selbstmord. Ich mache mich auf den Weg zur Farm. Ich gehe vor und sichere das Gebiet. Du kannst ja nachkommen. Mach dir keine Sorgen. Hab alles im Griff. Jetzt ist der Rambo. Es würde in einem Desaster enden, wenn ich Barry nicht einhole. Ich bin schon dran. Fragt sich bloß, wie ich zur Farm runterkomme. Das wäre die gute Idee. Wie komme ich denn runter zur Farm? Ja. Schön, dass ich keine Waffen und gar nichts habe. Also muss ich doch erstmal weiter. Boah.
Muss erst mal gucken, ob ich hier irgendwo Waffen oder sowas finde. Ich finde hier gar nichts. Tja, der will hier unbedingt rein. Gut, der ist weg. Gucken wir mal, ob wir hier irgendwas finden, was wir brauchen. Ich muss irgendwo Waffen oder irgendwas finden, was ich zur Verteidigung nehmen kann. Ich brauchte Licht, um daran vorbeizukommen. So, dann drehen wir das Ding mal. Gut. Ich hoffe, es gäbe irgendwo einen Generator, der die Lampen beim Tor mit Strom versorgt. Gucken wir mal, ob wir einen Generator finden. Da ist eine. Gut, haben wir es also bis hierhin geschafft.
So, haben wir also einen Kontrollpunkt erreicht. Mal sehen, wo der nächste ist. Ein Auto entfernte sich von der Farm, und zwar in dieselbe Richtung wie ich. Wahrscheinlich war es Barry, der wieder, ohne nachzudenken, einen Vorstoß wagte. Ist alles möglich, aber das sehen wir dann beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao, ciao, Leute. You should have saved me some. Goodbye.